Halleluja. Jesus Christus ist der Herr. Und er regiert. Und der Heilige Geist ist in unserer Mitte. Und da, wo der Heilige Geist ist, da sind Wunder. Da sind Antworten. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir dürfen heute hier zusammen sein und dass wir dürfen in der Gegenwart Gottes sein und unter dem Worte Gottes. Und das Wort Gottes verändert alles. Ich freue mich von ganzem Herzen. Ich habe heute ein Thema vorbereitet mit dem Namen die Kraft und die Herrlichkeit. Kraft und die Herrlichkeit. Es ist immer verbunden, die Wirkung des Heiligen Geistes mit unserem Gebetsleben. Da, wo Kinder Gottes beten, da offenbart sich der Heilige Geist. Und er hat uns gelehrt, Jesus Christus, dass wir sollen in unserem Leben Beter sein. Und wenn wir lesen in Matthäus im 6. Kapitel, Vers 6, 9, steht geschrieben, deshalb sollt ihr auf dieser Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann den 13. Vers, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So ist das Gebet der Heiligen, indem dass sie in ihrem täglichen Leben erheben den Namen Jesu und sagen, geheiligt ist dein Name. Die Heiligkeit Gottes offenbart sich. Und das Ende des Gebets ist bei uns immer und bleibt. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die da wirkt. Das Reich, das da ist. Meine Brüder und Schwestern, das ist das, was wir proklamieren und rufen im täglichen Gebet in unserem Leben aus. Da bezeugen wir und rufen wir aus. Die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes. Gott ist täglich am Wirken in unserem Leben. Halleluja. Und es ist so wichtig, dass wir in unser Leben erheben den Namen Jesu. Täglich erheben. Denn da in die physische Welt sprechen wir aus das Wort Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir hineinschauen, diese Kraft Gottes, diese Macht Gottes hat Jesus gebracht auf diese Erde. Ich möchte in das Leben Jesu hineingehen, um zu zeigen, dass auch Jesus angewiesen war auf die Wirkung dieser Macht und Kraft in seinem Leben. In Matthäus in 28. Kapitel, Vers 18 lesen wir. Und Jesus trat hierzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus als Menschensohn und als Gottessohn war tatsächlich der, wo gebracht hat Erlösung auf diese Erde. Und jetzt sehen wir, dass Jesus auf einmal ausspricht Worte. Mir ist gegeben die Macht. Wozu braucht Jesus Macht auf dieser Erde? Er ist der Sohn Gottes. Aber er sagt, mir ist gegeben. Das sagt aus, die war nicht da. Als Menschensohn kam er auf diese Erde und war angewiesen, dass die Macht Gottes sich offenbart, dass der Heilige Geist sich offenbart in seinem Leben. Und so hat er es empfangen und dann konnte er aussprechen, mir ist gegeben. Halleluja. Mir ist gegeben, ich habe sie jetzt, ich habe sie empfangen, sie ist in mir, ich kann in dieser Macht auf dieser Erde leben. Und wenn wir hineinschauen, in 2. Timotheus, in 1. Kapitel, Vers 10 steht geschrieben, die jetzt aber offenbar geworden ist, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das
Evangelium. Halleluja. Durch das Evangelium ist ans Licht gebracht worden, diese Macht Gottes, ist ans Licht gebracht worden, diese Kraft Gottes. Durch das Evangelium ist die Erscheinung Christi in unserer Mitte lebendig geworden. Dass wir im Evangelium leben, bedeutet, wir leben in der Macht Gottes. Diese Macht Gottes hat sich offenbart und jetzt auf einmal kommt ins Spiel etwas ganz anderes. Er hat durch die Macht, die er bekommen hat, dem Tod die Macht genommen. Da war parallel zu der Macht Gottes, zu der Macht Jesu, war auch noch eine Macht. Und diese Macht hat die Leute gehalten. Er hat sie in Angst gehalten. Die Leute waren in Gefangenschaft. Und jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt Jesus mit seiner Macht und er entmachtet den Tod. Gelobet sei der Name Gottes. Und dann auf einmal sagt das Wort Gottes, während er entmachtet hat, kommt das Leben. Durch seine Erscheinung kommt das Leben für die Menschheit auf dieser Erde. Kommt die Unvergänglichkeit für die Kinder Gottes. Das ist Entmachtung der Macht des Todes. Jesus gab diese Macht, nicht nur er hatte sie, sondern er gab auch diese Macht den Aposteln. Auch sie haben bekommen, wie Jesus bekommen hat, diese Macht, so hat er die Macht auch weitergegeben. Und wir lesen in Lukas 10. Kapitel 19. Vers. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise scheiden. Halleluja. Ich gebe euch. Die Apostel waren angewiesen. Sie haben angenommen das, was Jesus sagt. Sie haben gelauscht, das Evangelium, wo er ihn gebracht hat, weil durch sein Erscheinen ist die Herrlichkeit reingekommen. Und so auf einmal eines Tages sagt er, ich gebe euch die Vollmacht. Das bedeutet, sie hatten vorher die Vollmacht nicht. Aber dann kam ein Punkt, wo sie auf einmal bekommen die Vollmacht. Sie bekommen die Vollmacht. Und er sagt, mit dieser Vollmacht kommt eine Fähigkeit in euer Leben hinein. Ihr werdet fähig sein, dass ihr werdet treten auf Schlangen und Skorpione. Ich bin tief überzeugt, meine Brüder und Schwestern, dass er nicht gemeint hat, die Schlangen und Skorpione, die wir sehen mit unseren physischen Augen. Nein. Als Jesus sprach über die Macht der Finsternis, dann sprach er über die geistliche Welt. Da in dieser geistlichen Welt sind bestimmte Mächte, sind bestimmte Betrüger, die mit Verlockungen wollen reinziehen, die Kinder Gottes. Und dann als Skorpione, als Mächte der Finsternis wollen sie Schaden anrichten. Und hier bekommen die Apostel auf einmal, bekommen sie eine Vollmacht zu treten, eine Vollmacht nicht wegzulaufen, keine Angst zu haben, sondern hineinschauen in die geistliche Welt, hineinschauen und sehen, dass ich habe die Macht, auf dieses Ding zu treten. Ich habe die Vollmacht vom Herrn bekommen, zu verändern das, was mir Schaden will anrichten in unser Leben. Oh, meine Brüder und Schwestern, das war für sie etwas, was gewendet hat ihren ganzen Dienst. Und Jesus hat ausgesprochen und er sagt, ich gebe euch über alle Gewalt des Feindes, über die ganze Macht des Feindes gebe ich euch Vollmacht. Das war
etwas Großartiges. Das war ein Wendepunkt in dem ganzen Dienst. Wir alle auf dieser Erde sind angewiesen auf die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben, auf die Wirkung der Gaben in unserem Leben. Diese Sehnsucht, mehr und mehr von Herrn zu haben, damit wir in die geistliche Welt können hineinschauen und Veränderungen da in der geistlichen Welt schaffen, damit auch Veränderungen in der physischen Welt zustande kommen. Und so hat Jesus gesagt und ihnen diese Macht gegeben. Und wir lesen dann in Lukas im 9. Kapitel, Vers 1. Er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen könnten. Und so nimmt Jesus seine 12 und hat ein Treffen mit ihnen. Er, der Gesalbte, er, der bekommen hat Macht von seinem Vater, kommt mit ihnen zusammen und er spricht mit ihnen. Und auf einmal, meine Brüder und Schwestern, gibt er ihnen Kraft, nicht nur in der geistlichen Welt, sondern auch Macht in der physische Welt. Und er spricht zu ihnen und er sagt ihnen, über alle Gewalt des Feindes, über alle Gewalt des Feindes und über die Dämonen. Und das ist schon die physische Welt. Das ist schon Erscheinung der geistlichen Natur durch den Körper des Menschen. Und jetzt in dieser Situation sagt Jesus, dass ich gebe euch diese Macht zu vertreiben, die dämonischen Mächte und Krankheiten zu heilen. Eine Macht haben sie bekommen, Kraft des Heiligen Geistes, wirkende Kraft des Heiligen Geistes. Sie haben bekommen, dass sie können verändern, Schicksal von Menschen verändern. Da, wo der Teufel die Menschen richtig plagt und ihnen zufügt, verschiedene Unheil, haben sie bekommen von dem Herrn die Möglichkeit, die Fähigkeit, die Gabe, dass sie können treten gegen die ganze Macht des Feindes und Leute freimachen von Krankheiten, Leute freimachen von dämonischen Mächten. Meine Brüder und Schwestern, das ist der Triumph des Evangeliums. Das ist der Triumph der Herrlichkeit Gottes. Und die Jünger waren mit diesem Triumph bevollmächtigt. Gelobet sei der Name des Herrn. Und dann im 2. Vers lesen wir, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranke zu heilen. Nachdem sie ausgerüstet wurden, nachdem sie bekommen haben, das Wort des Herrn, die Verheißung, das Rhema-Wort, lag es bei ihnen, ob sie tatsächlich nicht nur mit dem Verstand es empfangen haben, sondern mit den Herzen. Und die, wo das angenommen haben, die haben bekommen. Meine Bitte, Schwester, und als sie es genommen haben und konnten sagen, ich habe es, sandte er sie jetzt aus. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo das, was du empfangen hast, kannst du auch ausleben in deinem Leben. Und er sandte sie aus, das Evangelium zu predigen, das Reich Gottes, Halleluja. Das Reich Gottes zu verkündigen, ist nicht nur Worte auszusprechen. Das Reich Gottes zu verkündigen, ist verbunden mit Worten der Kraft und Macht, die uns gegeben ist auf dieser Erde. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte weitergehen. Wenn wir hineinschauen in Apostelgeschichte, dann weiß jeder von uns, hat Jesus gesagt, ihr werdet die Kraft empfangen. Das ist für mich und für dich. Ihr werdet die Kraft empfangen. Wer von euch freut sich, dass er die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hat?
wunderbar. Meine Brüder und Schwestern, das ist ein Wort, das wir vom Herrn bekommen haben. Und darum wollen wir uns freuen, dass nicht nur Jesus Christus diese Vollmacht hatte, sondern auch den Aposteln gegeben hat. Nicht nur die Apostel es bekommen haben, sondern auch uns ist es gegeben durch den Heiligen Geist. Halleluja. Und wir wollen leben in dieser Kraft des Heiligen Geistes, in dieser Macht, die uns gegeben ist, in dieser Kraft. Wir wollen mutig treten auf die Schlangen und Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. In Kolosser 2. Kapitel, 9. Vers und 10. Vers lesen wir. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaft. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Auf dieser Erde gibt es Herrschaften. Auf dieser Erde gibt es Gewalten. Auf dieser Erde gibt es Kräfte. Nur das Haupt von dem allem ist Jesus Christus. Wie jede Herrschaft sich unterordnet dem Willen Gottes, wie jede Gewalt sich unterordnet dem Willen Gottes, das ist andere Seite. Denn nur die, wo sich unterordnen den Willen Gottes, handeln nach dem Willen Gottes. Die anderen leisten Widerstand. Aber er ist und bleibt das Haupt von den Herrschaften und Gewalten. Und jetzt sagt das Wort Gottes, und in ihm, weil er das Haupt ist, lebt die Fülle Gottes. Halleluja. In unserem Herrn Jesus Christus lebt die Fülle. In unserem Herrn Jesus Christus lebt die Fülle Gottes. Und dann sagt das Wort, und ihr seid zur Fülle gebracht. Halleluja. Kannst du an sowas glauben? Interessant, da steht es nicht geschrieben, und ihr werdet gebracht, wenn ihr glaubt. Sondern es ist vollbrachte Tatsache, ihr seid zur Fülle gebracht. Und jetzt, was mache ich mit dieser Fülle? Ist diese Fülle nur in der Bibel drin geschrieben? Ist diese Fülle vielleicht schon in meinem Verstand drin, wo ich gelesen habe und weiß, dass es gibt eine Fülle? Oder ist die Fülle schon da drin? Weil ich wurde gebracht zu der Fülle und ich bin mit der Fülle. Nur der Unterschied ist, habe ich das verdaut in mir? Ist das etwas, was mir gehört oder in dem ich drin bin? Wir lesen in Johannes im 1. Kapitel 16. Vers. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, nicht werden empfangen, während wir auf dieser Erde wandeln, sondern aus dieser Fülle haben wir empfangen. Gelobet sei der Name Jesu. Wer freut sich, dass er Gnade hat vom Herrn? Ich auch. Nur hier sagt uns das Wort, wir haben Gnade um Gnade bekommen. Wir haben gelesen in Kolosser 2. Kapitel 10. Vers, zur Fülle hat er uns gebracht. Und hier tut uns das Wort Gottes sagen, dass wir haben seine Fülle empfangen. Ich möchte, dass du das heute als Zusage des neuen Bundes für dich nimmst.
dass du das als Rema-Wort heute nimmst, dass du das hineinlegst, dass du hast es empfangen. Lass es von deinem Verstand in dein Herz hineinkommen. Du hast empfangen Gnade um Gnade. Und diese Gnade hast du nicht dazu empfangen, dass sie soll geschrieben bleiben im Worte Gottes, sondern du hast sie empfangen, damit du täglich kannst aussprechen Worte des Glaubens und verändern die Umstände um dein Leben herum. Du bist der geborene Sieger auf dieser Erde. Dir ist gegeben die Macht von Himmel. Dir ist gegeben der Heilige Geist, der da ist, die Kraft Gottes. Lebe aus das Leben der Fülle. In Lobe sei der Name des Herrn. Ich möchte, dass dieses Wort tief in dein Herz hineinfällt. Dass dieses Wort sich offenbart. Dass du von hier heute rausgehst als der, der weiß, wer er ist in Christus Jesus. Was er kann durch Jesus Christus. Was das Leben der Fülle eigentlich ist. Ich möchte weitergeben gehen mit Römer 5. Kapitel 17. Vers. Römer 5. Kapitel 17. Vers. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Halleluja. Lass dieses Wort jetzt tief hineinfallen in dein Herz. Da sagt das Wort, die Sünde ist durch den einen gekommen und hat sich offenbart auf dieser Erde. Und der Tod hat geherrscht. Die Menschheit waren in der Angst, die waren getrieben von Unruhen, waren getrieben von Ängsten, die waren gefangen. Aber dann kommt der eine und bringt hinein Leben und Unvergänglichkeit. Bringt in diese, auf diese Erde das hinein. Damit die wo Glauben, im Glauben Jesus angenommen haben, können etwas bekommen, was tatsächlich verändert ihre Position auf dieser Erde. Und so sagt Apostel Paulus, wer die Fülle der Gnade empfangen hat, das, was ich gelesen habe und gesagt habe, heute nimm das an, dass wir haben Gnade um Gnade bekommen. Nimm das an. Wer diese Fülle der Gnade annimmt und wer diese Gabe der Gerechtigkeit empfängt, das, was Christus auf Golgatha mit uns gemacht hat, uns reingesetzt in eine Position der Gerechtigkeit. Und wir sind gemäß dem Worte Gottes, Gerechtigkeit Gottes auf dieser Erde. Ich freue mich. Und wenn jetzt, meine Brüder und Schwestern, wir das annehmen und in dem Leben sagt das Wort Gottes, nicht ich, sondern das Wort Gottes sagt, die werden herrschen auf dieser Erde. Nicht gejagt werden von einem Problem zum anderen. Nicht gejagt werden von einer Sorge zu anderen Sorge. Nein, sie werden herrschen, weil sie empfangen haben die Fülle der Gnade. Weil sie wissen, dass die Gnade hat keine Grenzen. Weil sie wissen, die Stellung der Gerechte ist eine Stellung, wo Gott wird. Gelobet sei der Name des Herrn. Und wenn sie in dieser Stellung stehen vor dem Herrn und das ausleben, auf einmal stehen sie in den Augen Gottes durch den Heiligen Geist auf eine besondere Stellung und nämlich sie dürfen herrschen. Sie dürfen herrschen. Herrschen in der Liebe, herrschen im Heiligen Geist, herrschen in Jesus Christus.
und durch Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir auf dieser Erde zur Ehre Gottes leben. Denn, meine Brüder und Schwestern, herrschen bedeutet Macht Gottes ausleben auf dieser Erde. Den Willen Gottes ausleben auf dieser Erde. Zeigen, was ist das Reich Gottes und was im Reiche Gottes Wirkung des Geistes ist. Im Reiche Gottes wird Autorität verliehen uns allen. Ich möchte zu meiner vorletzten Schriftstelle kommen. 1. Korinther, 11. Kapitel 3 und dann 1. Korinther 7, 14. Da steht geschrieben, ich will aber, dass ihr wisst. Paulus vermittelt ein Wissen. Sagt, ich will, dass ihr dieses Wissen sollt haben. Welches Wissen? Dass Christus das Haupt des jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau. Gott aber das Haupt des Christus. Was vermittelt hier Apostel Paulus und sagt, ihr sollt dieses Wissen haben, dass es gibt Autoritäten, die von Gott kommen. Das Haupt von Christus ist der Vater. Wer freut sich, dass er einen Vater hat? Im Himmel. Halleluja. Der Haupt Christi ist der himmlische Vater. Und Christus hat Autorität weitergegeben, den Mann. Und der Mann hat diese Autorität bekommen, wenn sie nicht nur im Verstand ist, sondern im Herzen. Und diese Autorität gibt er weiter. Und so funktioniert es im Reiche Gottes. Die Macht, die Gott hat, hat er Christus gegeben. Christus hat es den Mann gegeben. Der Mann gibt die Macht der Frau. Und wenn das so funktioniert, sind wir neutestamentlich. Nicht menschlich, sondern neutestamentlich. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Macht empfangen, in dieser Macht leben und diese Macht weitergeben, in tiefer Überzeugung. Und dann 1. Korinther 7, 14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Was vermittelt hier Apostel Paulus? Welches Wissen sollen wir haben? Dass die Macht Gottes, die da wirkt, wirkt sich aus auf unseren Partner und unsere Kinder. Sie stehen unter der Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes hat keine Grenzen. Und darum sagt Apostel Paulus, dass wir sollen das in Glauben annehmen und solche Sicht auch haben, dass der Ungläubige wird geheiligt durch den Gläubigen. Die Kinder durch den Gläubigen werden geheilt. So ist die Ordnung im Reiche Gottes. Alles dient den Allmächtigen. Absolut alles. Und ich möchte schnell noch in eine letzte Schriftstelle reingehen. Römer 13. Kapitel, von 1. Vers. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung, die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen bösen Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Hier wird wieder offenbart die Macht Gottes. Gott arbeitet nicht nur mit seiner Gemeinde, nicht nur mit Israel, sondern Gott arbeitet mit der Gesellschaft, in der wir leben.
Und hier sagt uns das Wort Gottes, dass Gott hat die Obrigkeit gesetzt und ihnen die Gewalt gegeben. Wir sollten nicht spielen mit der Macht Gottes. Wir sollten verstehen die wirkende Macht Gottes. Denn die Fehler, wo wir machen, wenn wir missbrauchen die Macht Gottes, denn die Fehler kommen auf uns zurück. Und darum ist es so wichtig, dass das, was wir empfangen haben, das, was wir als Wissen empfangen haben, als Weisheit aus dem neuen Bund empfangen haben, dass wir in Gehorsam da leben und ausleben, das, was wichtig ist. Ich möchte, dass ihr heute im Segen des Herrn sollt weitergehen als Weise, denn Jesus Christus ist unsere Weisheit, als Weise auf dieser Erde wandeln, indem dass ihr in der geistlichen Welt hineinschaut, Ordnung schafft, indem dass ihr reinschaut in die physische Welt, Ordnung schafft, indem dass ihr reinschaut in unsere Gesellschaft und Ordnung schafft, denn unser Gott möchte, dass seine Gemeinde soll auf dieser Erde herrschen und nicht gejagt werden von verschiedenen Umständen des Lebens. Gelobet sei der Name des Herrn. Ich möchte jetzt kurz beten für euch. Vater, ich preise dich und ich lobe dich und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Vater bist und dass du dich wirst offenbaren im Leben der Gemeinde, dass du wirst dich offenbaren und leiten die Gemeinde, dass sie in der Macht Gottes wird leben, in der Kraft Gottes wird leben, dass sie in der Weisheit Gottes wird leben und sie wird ein Segen sein, sie wird Licht sein. Oh, ich preise dich und ich lobe dich. Ich danke dir, dass dieses Wort wird wirken und die Gnade Gottes wird überreichlich wirken in unser Leben. Danke für alles. Amen.